Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem BLK Regional TV. Ja, ich begrüße Sie heute aus Naumburg, genauer gesagt von der Vogelwiese aus, denn das hiesige THW hat ein Jubiläum zu feiern, nämlich ihr 20-jähriges. Und wie gesagt, herzlich willkommen bei Ihrem BLK Regional TV. Kommen wir gleich zu unserem ersten Beitrag. Wie schon gesagt, das THW feiert sein 20-Jähriges und da ist natürlich aller Grund gegeben, hier mal zusammenzukommen. Jeder von uns hat sie schon einmal gesehen, die blauen Fahrzeuge des technischen Hilfswerkes. Meist bei großen Schadenslagen, wie zum Beispiel dem Hochwasser, sehen wir sie dann im Einsatz. Auch in Naumburg gibt es einen Ortsverband und dieser feierte am letzten Wochenende auf der Vogelwiese sein 20-jähriges Bestehen. Da sich jeder Ortsverband neben der obligatorischen Bergungstruppe auf eine besondere Aufgabe spezialisiert hat, war in Naumburg auch Technik aus anderen Ortsverbänden zu sehen. Ja, mit dieser großen Geschichte wollen wir eigentlich demonstrieren, was das THW hier im Bereich Halle so zu bieten hat. Hier zu unserer Feierstunde kommen hier auch unsere ganzen Partner, Feuerwehr, Polizei, Johanniter, DRK. Und eigentlich wollen wir damit sagen, das können wir euch als, sag ich mal, Dienstleistung bieten, was der Bund so anbietet, sozusagen. Sehr breites Spektrum aus Dessau, Merseburg, Querfurt mit einem Radlader, Weißenfels mit einem Boot. Damit ist das THW in der Lage, Hilfeleistungen anzubieten, die von Feuerwehr und Rettungsdienst normalerweise nicht erbracht werden. So zum Beispiel das Abstützen einsturzgefährdeter Bauten und das Heben besonders schwerer Lasten mit besonderen Hebekissen. Oft sind an den Einsatzstellen die Voraussetzungen für die Einsatzkräfte schwierig. Die Naumburger sorgen dann für genügend Licht und sichern eine funktionierende Infrastruktur, damit sich die Kameraden zum Beispiel nach ihrem Einsatz auch waschen können. Also jedes THW hat erstmal eine Bergungsgruppe als Komponente und hat dann noch eine Fachgruppe. In Naumburg ist die Fachgruppe die Infrastruktur. So, das beinhaltet Versorgung, hier Strom, Wasser und Abwasser. Da es aber für uns als Infrastruktur schwierig ist, haben wir uns hier zum Beispiel diesen mobilen Waschwagen. Dort unterstützen wir sozusagen die hier Feuerwehren, wie bei Zeltlagern, Ausbildungslagern. Ja. Da kann man sagen, weil die Hygiene wird hier auch immer wichtiger für uns als Einsatzkräfte. Ja, und da kann man sagen, dass der THW Naumburg bietet von der Stromversorgung bis zur hier Wassergeschichte und hier mit Hilfe des Waschwagens, dass wir wenigstens ein bisschen Komfort, ich sage mal, einen großen Einsatz hier bieten haben. Die Jüngsten sind gerade einmal 10 Jahre, doch auch sie haben schon viel Spaß und werden langsam an die verschiedenen Aufgaben herangeführt. Interesse für Technik, etwas handwerkliches Geschick und der Wille, anderen zu helfen, sind Grundvoraussetzungen dafür. Dabei setzt Andreas Beutan nicht nur auf Einserschüler. Neuankömmling, sage ich hier, wenn du in der Schule nicht so gut warst, aber das THW eröffnet da auch Chancen. Das ist gerade auch wichtig für den Arbeitsmarkt. Denn ich sag mal, die Leute sollen ja auch hier bleiben, in unserer Region, sage ich mal so. Das ist für mich immer auch wichtig. Ich sage hier, da kann man dann ein bisschen Sachen machen. Sag mal, auch wenn man sich über Jahre anstrengt, sage ich mal so, ist immer noch so ein kleines Lockmittel. Kann man auch mal über LKW-Schein sprechen. Also, da sage ich mal so, da ist der THW schon eigentlich super aufgestellt. 71 Mitglieder, davon rund 30 aktive, hat der Naumburger Ortsverband. Dazu kommen noch 10 Jugendliche. Das älteste Mitglied kann mit seinen 68 Jahren noch immer seine Erfahrungen an die Jugend weitergeben. Voller Begeisterung erklärten die Mitglieder an diesem Tag den Besuchern ihre Technik und zeigten, dass sie damit sicher umgehen können. Also hier haben wir jetzt die kleine Schmutzwasserpumpe. Das ist aber separat eine, wie die Feuerwehr nicht hat. Wir können hier Wasser reinfüllen. Mit der können wir auch Schlamm ansaugen. Die bleibt nicht stehen, sondern die saugt alles an. Schlamm, Stein, alles durch. Wir brauchen keine Angst, dass sie sich festfährt. Da haben wir noch hier Hebekissen drin, das sind die großen, da haben wir noch die kleinen. Da haben wir oben eine Kettensäge für Holzverarbeitung. Da haben wir noch Steinverarbeitung und den Hydraulikpresser. Damit können wir auch schwere Sachen heben, wie Steine und schwer, wenn Leute verschüttet sind, dass wir hochheben können. Am Samstag nun versammelten sie sich auf der Vogelwiese, nicht nur um den Besuchern ihre Technik zu präsentieren.
Vertreter der Politik, der Stadt und der THW-Führung fanden sich im extra aufgestellten Festzelt ein, um den Mitgliedern zu danken und verdienstvolle Kräfte auszuzeichnen. In diesem Jahr hatte das THW Naumburg zum Glück noch keine großen Einsätze. Doch es ist beruhigend zu wissen, dass sie jederzeit dafür bereit sind. Das Schaufenster bei BLK Regional TV. Ja, jetzt sind wir beim Chef des Unternehmens, Anton Pramel. Herr Pramel, wir stehen vor einem Modell einer Pelletsheizung. Sie haben auch schon ein paar Pellets mitgebracht. Was ist denn der Vorteil einer solchen Art der Heizung gegenüber der klassischen Heizung Gas oder Heizöl? Ja, Pellet ist unser Brennstoff der Zukunft. Pellet ist ein nachwachsender Brennstoff. Pellet schont die Umwelt, ist einfach der Brennstoff, der jedem Verbraucher zum Empfehlen ist. Jetzt, wenn ich mir die Maschine anschaue, sieht ja so ein bisschen aus wie die herkömmliche Heizung. Aber ich denke, für die Pellets muss ja auch noch irgendwo ein Schrank, irgendetwas sein, wo die drin sind. Ja, man braucht natürlich ein Pelletlager. Beim Heizöl braucht man Heizöltanks und beim Pellet braucht man so einen Pelletbehälter, wo die Pellets gelagert werden und dann werden die vollautomatisch dann aus dem Behälter dann zur Verbrennung dann geschafft. Von der Kostenseite her, wenn man jetzt mal den Vergleich zieht, viele haben ja noch eine Gasheizung im Haus mit Stadtgas oder Erdgas. Wie liegen wir da kostenmäßig? Wie viel günstiger ist eine Pelletheizung? So Faustregel sagt immer, so ungefähr die Hälfte der Brennstoffkosten kann mit Pellets gut einsparen. Also eine gute Alternative zu Gas kann man sich wirklich überlegen. Das ist auf alle Fälle eine gute Alternative und ich denke, dass jeder darüber Gedanken machen soll, mit welchem Brennstoff er sein Haus erwärmen will. Dies und vieles mehr finden Sie in Ihrem Pramel Badstudio, Gewerbegebiet am Hohenstein 8 in Naumburg. Das Schaufenster bei BLK Regional TV. So, und jetzt wird's sportlich. Der FC RSK Freiburg startete am Samstag in die erste Runde des Burgenland-Pokals. Und das Ganze gegen den Naumburger BC 1920. Wie sich beide Mannschaften geschlagen haben, das sagen wir Ihnen jetzt. So richtig Sportfreunde waren es wohl nicht, die sich auf dem Grün des RSK Freiburg am 16. August begegneten. Der FC Rotkäppchen Sektkellerei hatte den Naumburger BC zu Gast. Auch auf Fanseite wurde auf Sicherheit gegangen. Aufgrund von vorherigen Differenzen unter den Zuschauern wurden diese für dieses Spiel getrennt. Es sollte sich zeigen, dass zwei recht gleich starke Mannschaften aufeinander trafen. Weder in den ersten 90 Minuten noch in der Nachspielzeit wurden Tore erzielt, die gewertet werden konnten. Ich würde sagen, dass wir über 120 Minuten gesehen die bessere Mannschaft waren. Man hätte durchaus vorher gewinnen können, hätte dann auch in der Verlängerung verlieren können. Ich denke, das geht so in Ordnung, wie es ist. Elfmeterschießen ist eine reine Glückssache. Alles okay. Es waren ja ein paar Chancen da. Warum wurden die nicht verwertet? Tja, wenn es so einfach wäre, dann... Nee, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir sind 120 Minuten gelaufen, haben gekämpft, haben uns Chancen rausgespielt, haben auch 2-3 zugelassen. Viel mehr kann ich dazu dann auch nicht sagen. Bester Spieler aus Ihrer Sicht von der Mannschaft? Möchte ich mal keinen hervorheben, weil wir im Kollektiv einfach stark genug waren, um hier zu gewinnen. Ich denke, dass Freiburg eine richtig gute Kreisoberliga-Mannschaft hat. Wir hier über 120 Minuten besser waren und dahergehend Kompliment an meine Mannschaft. Geschenkt hatten sich beide Teams nichts, so reihte sich ein Frei- oder Strafstoß an den anderen. Auch die gelbe Karte wurde gezückt. Für mich als Fußballlaien ging viel zu viel Zeit verloren, um ins ausgeschossene Bälle zu holen, denn ins Aus ging das Runde gefühlt im Minutentakt. Das war nun das erste Pflichtspiel für die Beginn der Saison und die Vorbereitungsspiele waren schon ganz passabel und da habe ich die Jungs eingestellt, dass wir heute versuchen, klar, irgendwie ein schnelles Tor zu schießen, wie das dort auch schon letzte Saison beim MPC gewesen ist und aber es hat eben nicht so gut schnell so funktioniert. Wir sind auch froh, dass wir lange erstmal unentschieden
über die Zeit gekriegt haben oder 0-0 über die Zeit, weil wir sonst so ein bisschen anfällig sind, dass wir immer irgendwelche dämlichen Gegentore bekommen. Ist natürlich schade, dass wir dann durchs Elfmeterschießen rausknallen, aber Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, prinzipiell nicht. Die haben sich alle aufgerieben und dass beim MBC ja, die Leute auch Fußball spielen können, das sind ja auch nicht irgendwelche, die dahergelaufen kommen, war das schon ganz in Ordnung. Wir hatten nicht einen Chancenplus, MBC hatte keinen Chancenplus meiner Meinung nach. Gut, vereinzelte Chancen, die wir so hatten mit dem Jens Diener, dann muss natürlich eventuell reingemacht werden. Hinten war abseits, okay, das Tor, was wir dann wirklich aus dem Spiel machen, war berechtigt abseits. Und somit gehst du als Verlierer vom Platz, wenn du natürlich beim Elfmeterschießen die Dinger nicht reinmachst. Die neue Saison steht an. Was ist das Ziel des Trainers? Ziel vom Trainer. Ich habe jetzt meine zweite Saison im Großfeldbereich mit einem Männerteam. Und ich denke, meine erste Saison war passabel. Die war so nicht schlecht. Wir haben da ein paar Punkte liegen lassen, wo wir, denke ich mal, die bessere Mannschaft waren. Aber das ist immer Kreisoberliga, wenn du sicherlich gut spielst teilweise und der Gegner gewinnt. Das ist dann eben Kreisoberliga. Mein Ziel ist es nach wie vor, Woche für Woche hier oben auf dem Kunstrasenplatz Volldampftraining. Und selbstverständlich dann auch, dass das dann in den Spielen umgesetzt wird. Und wenn wir das hinkriegen, Ansätze sind schon gut sichtbar, dann denke ich mal, können wir sicherlich mit oben spielen. Also schätzungsweise erstes, dritte? Ich denke, das sollte das Ziel sein. Die Mannschaft soll sich auch bei mir nochmal platzieren, um dann genau rauszufiltern, was wollen sie denn selbst. Ja, mein Ziel ist klar. Und dann denke ich, wenn das alles dann ordentlich abgestimmt ist, jetzt wird die Saison dann denke ich gleich mit Power beginnen. Zum Einstand mussten sich die Freiburger allerdings erst einmal mit 2-4 geschlagen geben. Lernen Sie, gesünder zu leben und reinigen Sie Ihren Körper dabei. Mit der Stoffwechsel-Vitalkur schaffen Sie das in nur 23 Tagen. Positiver Nebeneffekt, Sie nehmen dabei ab. Sie schaffen das auch. Alle Informationen erhalten Sie im Live Naumburg, im UTA Einkaufszentrum in der Rosa-Luxemburg-Straße in Naumburg. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Seit 1991 ist die WVW, Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH, mit rund 4.800 verwalteten Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt Weißenfels. Ob sanierte Altbauten, Neubauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen, für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen in jedem Stadtgebiet an. Mit umweltfreundlicher Technik geht man vertrauensvoll in die Zukunft. So wird zum Beispiel in der Hardenbergstraße die Trinkwasservorwärmung mit Solarenergie betrieben. WVW, die Nummer 1, wenn es ums Wohnen geht. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Die Firma Andres GmbH ist seit 30 Jahren Spezialist für Werbung im Supermarkt. In einer persönlichen Beratung wird über die Möglichkeit gesprochen, wie sich lokale und regionale Geschäftsleute sowie Unternehmen in den Märkten der Region präsentieren können. Alles Weitere unter www.andre.de. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Sie planen eine Veranstaltung? Sie möchten, dass Ihr Publikum weiß, was bei Ihnen los ist? Sie wünschen sich ein Event, was ankommt? Dreimal ja? Dann buchen Sie doch das BLK Regional TV Promotion Mobil. Vollgepackt mit Ton- und Bildtechnik
damit Ihre Veranstaltung gute Unterhaltung bietet. Und optisch ein regelrechter Blickfang. Unsere bekannten und beliebten Moderatoren informieren über Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Interessiert? Dann sollten wir darüber sprechen. Unter Telefonnummer 03 3x die 4 1 22 563 erreichen Sie das Team vom Promotion Mobil. Also, wir sehen uns bei Ihrer Veranstaltung. Ja, und was in den nächsten Tagen so in unserem Burgenlandkreis so los ist, wir haben wieder einige Veranstaltungstipps für Sie zusammengestellt. Die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz, präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps für den Burgenlandkreis. Das Stadtarchiv Zeitz eröffnet am 21. August eine Dokumentenausstellung zum Thema Tagebuch im Krieg, der Erste Weltkrieg in persönlichen Aufzeichnungen. Mit regional bezogenen Originalquellen, darunter den Tagebüchern der Pastorenfamilie Begrich aus Heugewalde, wollen die Archivmitarbeiter an die Ereignisse des Ersten Weltkrieges und die sich daraus ergebenden Lebensumstände der Menschen vor 100 Jahren erinnern. Beginn ist 18 Uhr im Stadtarchiv Zeitz in der Schlossstraße. Nicht vergessen, am 31. August findet im Tierpark Bad Kösen das alljährliche Tierparkfest statt. Es werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. An diesem Tag werden nicht nur Tierfütterung, sondern auch andere Attraktionen für Groß und Klein für Kurzweil sorgen. Der Startschuss fällt um 11 Uhr. Viele Stände erfreuen sich seit Jahren schon großer Beliebtheit, wie Kuchenbazar, das Kinderschminken, Hüpfburg oder der Bratwurststand. Auch Preise gibt es dieses Jahr wieder zu gewinnen. Andere Attraktionen wie in Bällen über das Wasser laufen, Kindereisenbahn, mit einem Segway zur Probe über einen Hindernisparcours zu fahren, sowie Zuckerwatte und Popcorn werden nicht zu kurz kommen. Verkaufsstände und Präsentationen sind ebenso wieder geplant. Spaß, Spiel und Freude überall. Schauen Sie doch einfach mal rein und feiern Sie mit. Es wird jede Menge geboten. Am Freitag, den 22. August bis zum Sonntag, den 24. August, lädt der SV Hunmölzen 1919 e.V. ganz herzlich zu seinem traditionellen Sportfest ein. Das ausführliche Programm finden Sie unter www.sv1919.de. Am 23. und 24. August verwandelt sich die Neuenburg in einen Ort der Begegnungen zwischen Besuchern, Handwerkern und Künstlern. Lassen Sie sich mitnehmen von der besonderen Atmosphäre einer der schönsten Burgen in Sachsen-Anhalt und vergessen Sie einmal die Hektik unserer schnelllebigen Zeit. Erleben Sie hautnah die verschiedenen traditionellen Handwerkstechniken, die Ihnen durch die fachkundigen Hände der vorführenden Handwerker vermittelt werden. Genießen Sie ein lebendiges und anregendes Wochenende. Los geht's am Samstag, den 23. August um 8 Uhr und endet am Sonntag, den 24. August um 17 Uhr. Der Treff über 50 und die Zeitzer Volkshochschule laden am Donnerstag, den 21. August in die Medienausleihstelle der Zeitzer Stadtbibliothek Martin Luther in der Käthe Niederkirchner Straße 50 ein. Das Thema: Hunde haben Herrchen, Katzen Personal. Geschichten über Hausgenossen mit Fell und Federn. Beginn ist um 16.15 Uhr. Sportlich geht's am kommenden Wochenende in Freiburg zu, denn die Turnvater Jahnstadt lädt zum traditionellen Jahnsportfest ein. Beginn ist am Samstag um 8 Uhr. Alle Kinder aufgepasst! Am Samstag, den 23. August, wird der neue Spielplatz in Hunmölzen Nord eröffnet. Für die ersten 100 Kinder spendiert die Wober Hunmölzen ab 10 Uhr ein Eis und ein Getränk. Na dann, wünschen wir schon mal viel Spaß beim Spielen und lecker Eis essen. Seit dem vergangenen Wochenende ist im Schloss Neu-Augustusburg eine Sonderausstellung unter dem Titel Im Land der Palme – 400 Jahre Herzog August zu sehen. August von Sachsen, letzter Erzbischof und Administrator von Magdeburg, Primas von Germanien, Fürst von Sachsen-Querfurt und Herzog von Sachsen-Weißenfels, gehört zu den interessantesten Persönlichkeiten von Sachsen-Anhalt.
Der Titel der Sonderausstellung wurde in Anlehnung an die Symbolpflanze der 1617 gegründeten Fruchtbringenden Gesellschaft gewählt. Weißenfels fungiert dabei, wie auch die Neuenburg, als Korrespondenzstandort zur Hauptausstellung in der Moritzburg-Halle. Das Residenzschloss Neu-Augustusburg ist das bedeutendste Architekturdenkmal, das Administrator August hinterließ. 1664 stiftete Herzog August mit dem Gymnasium Illustre in Weißenfels eine universitär ausgerichtete Bildungseinrichtung. Die Gustav-Adolf-Gedenkstätte, das Heinrich-Schütz-Haus und das frühere St. Klaren-Kloster ergänzen die Ausstellung im Schloss in hervorragender Weise und dokumentieren Herzog August und die Folgen des Herzogtums Sachsen-Weißenfels. Die Öffnungszeiten der Sonderausstellung sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erleben Sie die bewegende Geschichte einer außergewöhnlichen Frau. ...2014 im Kulturhaus der Stadt Weißenfels. Was Passendes gefunden? Dann viel Spaß dabei, wünscht Ihnen die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz. Und auch bei den Wölfen geht es jetzt in die heiße Phase. Denn am Samstag fand der offizielle Trainingsstart des MBC statt. Wie fit die Jungs sind, wir haben uns mal umgeschaut. Noch scheint der 3. Oktober in weiter Ferne. Doch der Start der neuen Saison 2014-15 rückt immer näher. Silvano Poropat und sein neuer Betreuungsstab haben bis zum ersten Spiel gegen Bayern München viel zu tun. Am letzten Samstag wurde es ernst, denn da kam die Mannschaft zum offiziellen Trainingsstart zusammen. Die Spieler wurden an diesem Tag auf Herz und Nieren geprüft. In den Bereichen Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Stabilität, Sprung und Rumpfkraft durchliefen die Basketballer verschiedene Leistungs- und Belastungstests. Außerdem wurden sie vermessen und gewogen. Wir haben eigentlich fast eine komplett neue Mannschaft, neun Spieler haben uns verlassen, weil wir einfach so gut letztes Jahr gespielt haben, sind ganz viele Spieler für andere Clubs interessant geworden und heute geht's los mit der Vorbereitung. 12 Spiele machen wir, bis dann am 2. Oktober beim deutschen Meister Bayern München richtig losgeht. Wo kommen die neuen Spieler her? Manche kommen aus Deutschland, die haben schon in Deutschland gespielt, wie der Marc Lianage, der hat zuletzt in Göttingen in der zweiten Liga gespielt. Wir haben auch mit Brian Nicholas und den Franz Messener zwei Spieler direkt vom College. Wir haben mit Patrick Richard einen Spieler, der war einer der besten letztes Jahr in Holland. Also wir haben wieder eine bunte Mischung mit Spielern, die sich bei uns in der ersten Liga in Deutschland beweisen wollen. Ziel ist auch in diesem Jahr der Klassenerhalt. Wir spielen dieses Jahr 10 Jahre erste Liga in Weißenfels. Ich glaube, das ist ein Riesenerfolg für die Stadt, für die ganze Region. Und wir wollen alles dafür tun, dass wir in diesem Jahr auch das 11. Jahr erreichen werden und freuen uns einfach darauf, dabei zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen Martin Geisler und Silvano Poropat auf eine fast komplett neue Mannschaft. 9 Spieler verließen das BBL-Team in Weißenfels, darunter auch der Kapitän Sascha Leutloff. Er wird in der kommenden Saison sein Glück in Jena suchen. Wer die Aufgabe des Mannschaftskapitäns übernimmt, diese Entscheidung behält sich Headcoach Poropat vor. Ungefähr nach dem Trainingslager schätze ich diese Zeit, wo ich entscheiden werde, wer der nächste Kapitän wird. Es kommen sicherlich ein paar in Frage von den älteren Spielern, die schon länger da sind, aber auch möchte ich sehen, wie die Neuen sich geben und vielleicht gibt es da auch einen Kandidat, der sowas übernehmen könnte. Ja. Die Entscheidung ist meine Entscheidung und die mache ich auch gerne. 9 neue Spieler heißt aber auch, sich zusammenzufinden und ein Team zu bilden. Hilfreich dabei sind bestimmt die alten Hasen wie Malte Schwarz oder Jorde Pandelic. Silvano Poropat jedenfalls sieht es nicht als schwierig an, aus den bestehenden Spielern und den Neuzugängen eine Mannschaft zu bilden.
Wir nehmen das alles hier als eine Herausforderung. Das ist immer unser Grundsatz. Deswegen alles ist, sagen wir so, schwierig. Aber wir sind zuversichtlich, dass es wieder gehen wird. Ja. Also wir werden viele Maßnahmen ergreifen. Wir werden zusammen lange trainieren. Wir werden in Trainingslager fahren. Wir werden Teambuilding-Maßnahmen machen. So. Wir werden alles dafür tun, dass es klappt. Unterstützung findet Trainer Poropat bei seinem neuen Betreuerstab. Martin Jaschinski wird dem Team künftig als Physiotherapeut zur Verfügung stehen und Hagen Pietrek und sein Team betreuen den MBC im Athletikbereich. Bevor es am Samstag überhaupt zum Ballkontakt kam, mussten so einige Tests und Fitnessübungen absolviert werden. Schnelligkeit, Sprungkraft und Höhe waren genauso gefragt wie die Armlänge. Alles wichtige Bausteine, um die Spieler so aufzubauen und einzusetzen, wie es ihre Fähigkeiten erlauben. Am Abend kamen die Wölfe dann endlich auch mit dem Ball in Kontakt. Nach Aussage von Silvano Poropat sind alle Spieler auf dem Feld, egal ob alteingesessen oder neu hinzugekommen, gleichberechtigt. Außerhalb des Feldes, klar haben die Älteren da ein bisschen mehr zu sagen, die wissen ein bisschen mehr, die werden die anderen eher helfen, ja, so, dass die sich besser zurechtfinden. Die eine andere Sache, wo die älteren Spieler ganz wichtig sind, dass die Jüngeren, die kommen, mich auch besser kennenlernen und schneller, weil die Älteren können da viel erzählen, sagen, wie wir arbeiten und da sind sie mir auch eine große Hilfe. Ja. Das Training ist enorm wichtig. Aber erst im Spiel gegen eine andere Mannschaft formt schlussendlich das Team. Jetzt heißt es Erfahrungen sammeln. Das können die Wölfe bereits am Wochenende, denn dann stehen die ersten Testspiele an. Am Samstag geht es um 18 Uhr in Markkleeberg gegen den tschechischen Erstligisten Ústí nad Labem. Auch in der nächsten Saison wird es Heimspiele geben, die nicht in der Stadthalle ausgetragen werden. Nein, wir werden auch in dieser Saison 3 Event-Games in Leipzig machen gegen Bayern München, Alba Berlin und die Fraport Skyliners. Das ist einfach für uns wichtig, um uns weiterzuentwickeln, neue Sponsoren, neue Zuschauer zu gewinnen. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass die meisten Spiele in Weißenfels stattfinden und das ist unsere Heimat hier. Klassenerhalt im dritten Jahr in Folge, das ist das Ziel. Das ist nicht nur der Wunsch von Martin Geisler. Ich wünsche zuerst, dass die Spieler über die Saison gesund kommen, ja, dass wir keine Verletzungen haben oder ganz, ganz wenige. Ja. Das ist mein großer Wunsch. Und zweite, ich möchte jetzt schon drittes Jahr in Folge, dass der MBC in der BBL bleibt. Das ist mein großes Ziel und meine große Herausforderung. Am Freitag, den 3. Oktober, fahren die Wölfe nach München, um sich den Bayern zu stellen. Und am Sonntag, den 5. Oktober, empfängt der MBC auf heimischem Boden die Mannschaft aus Trier. Noch mehr Basketball sehen Sie natürlich in Ihrem Regionalfernsehen. Die Berichte des MBC TV jetzt auch in unserer Sportsendung. Ob es so vorherbstlich mit dem Wetter weitergeht oder ob sich der Sommer doch noch durchsetzen kann, ja, schauen wir mal hier unsere Wettervorschau. Nein, zu Hause für mein Leben. Schöne und günstige Wohnungen für die ganze Familie in der Elsterstadt. Die Wohnungsgenossenschaft 1. Mai EG in Zeitz präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Mittwoch ist es zunächst gering bewölkt und trocken. Im Tagesverlauf bilden sich zahlreiche Quellwolken, die allerdings nur vereinzelt für Schauer sorgen. Zwischen den Wolken zeigt sich zeitweise die Sonne. Bei schwachem West- bis Südwestwind werden Tageshöchstwerte von 18 bis 20 Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag ist es meist locker bewölkt, teils auch klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 9 Grad, es weht schwacher Südwestwind. Am Donnerstag bilden sich zahlreiche Quellwolken, die örtlich für Schauer und kurze Gewitter sorgen können. Bei meist schwachem Westwind erwärmt sich die Luft auf 18 bis 20 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 11 bis 9 Grad zurück. Es weht schwacher Südwestwind. Der Freitag wird ein überwiegend freundlicher Tag mit Höchsttemperaturen um die 22 Grad. Am Wochenende könnte es nach derzeitigem Stand wieder kühler und vor allem nass werden. Egal wie das Wetter auch wird, wir bieten Ihnen schöne und günstige Wohnungen für die ganze Familie in der Elsterstadt.
Ihre Wohnungsgenossenschaft 1. Mai EG in Zeitz. Ja, wir sind wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es war auch wieder was Interessantes für Sie mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am Freitag bei unserer Wochenendausgabe. Bis dahin, haben Sie eine schöne Woche und tschüss, machen Sie es gut.